Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich habe jetzt einfach schon mal während das hier am Durchlaufen war. Also, Graphit habe ich jetzt in den Stack bekommen. Das Yellow White ist auch schon soweit pulverisiert, das kann man noch am Durchbacken. Und während das passiert ist, habe ich ja unten schon mal so einen kleinen Raum ausgehoben. Hier schon mal eine kleine Fläche für den Reaktor. Ja. Auf jeden Fall. Ah, das kann ein bisschen. Ich mache bald hier gar nichts mehr. Das war ja sowas klar jetzt. Aber naja. Wird dringend Zeit, dass wir besseres Werkzeug bekommen. Also heißt bald Smeltery. Tinkers Construct. Das Ganze wollen wir dann wahrscheinlich noch so ein bisschen nach vorne. Ich habe jetzt bewusst noch ein Steinwerkzeug, weil das Eisen mir zu wertvoll ist und die Deals erst recht. Und Gold. Kein Kommentar. Verteidigen müssen wir uns sogar nicht so wirklich. Wir haben ein sicheres Haus. Können wir schlafen gehen, wenn wir wollen. Mit weh, wir wollen. Ja. So, dann mache ich jetzt hier hinten nochmal dann gleich den J-Port nach hier oben. Können wir schon mal andeuten, dann machen wir einfach mal dann hier so. Ja. Jetzt ist das nicht ernsthaft da oben hingeflogen. Ich glaube, gestrittene Qualle. Dreimal. Da auf dem Pferd reitet. So, schon besser. Dann machen wir doch noch hier eins rein. Jetzt geht am besten nicht mal die Schaufel kaputt dabei. Aber das will ich ja nicht von Hand machen darf. Bin ich dann doch mal so aktiv. Oder faul, kann man eigentlich auch so sehen, weil ich bin jetzt so voll, eine neue Schaufel zu machen. Siehste, es hat sich sogar gelohnt. Wir haben nochmal Eisen gefunden. Man muss das Ganze nur positiv betrachten. Und jetzt ist am besten der Rutsch der Höhle und wir fallen rein. Das baue ich jetzt mal gerade hier so ein bisschen billig zu. Mach dann hier dann mal dicht. Das wird auf jeden Fall später nochmal schöner aussehen. So gefällt mir das nämlich gar nicht. Da bin ich dann doch so Perfektionist. Ja komm, das kannst du mal gerade automatisch machen. So, wir machen jetzt aber auf jeden Fall endlich mal den die Reactor Casings. Dafür brauchen wir Graphit und Eisen so angeordnet. Gehen wir mal nicht auf Cubic Reactor, sondern Epic Reactors. Was brauchen wir denn alles so Feines? Wir brauchen das Herzstück, den Reactor Controller. Brauchen wir 4 Reactor Casings, einen Diamanten, 2 Uran, Pitch Blend oder so weiter. Haben wir einen Redstone und einen Diamanto. Also einen Diamanto, ein Rotstein und das war doch schon. So. So. Boah, mir ist gerade teilweise ein bisschen am Jucken. Den Reactor Controller. Wir brauchen einen Reactor Power Tap. Das sind 4 Redstone und 4 Casings. Auch kein Problem. 1, 2, 3, 4. So, 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 so. Und so. So. Wir brauchen einen Reactor Zestport. Wir brauchen eine Truhe. Auch kein Problem. Und wir brauchen einen Piston. Ja, komm, nehmen wir hier den angebrochenen Stack. Ich freue mich schon, weil ich ein besseres Lagerungssystem diesbezüglich haben. So. So, Piston, Truhe und Casings. Habe ich das richtig rum? So.
Und wenn mich nicht alles täuscht, war es das dann auch schon. Ja. Aber, von wegen. Wir brauchen noch die Yellowium Fuel Rods. Bin ich gerade am Überlegen. Ich gehe mal schnell runter. Zwei Fuel Rods. Warum zwei, werdet ihr gleich sehen. Und wir brauchen noch einen Reactor Control Rod. Was war dann noch? Ein Redstone, okay. Boah, Redstone geht auch so zur Neige wie. Ich sag bei dir auch nichts mehr dazu. Das ist so, das sind so typisch diese Dosch-Fehler. Ja, das sollte es jetzt gewesen sein. Arschkarte. Okay. Powertap kommt hier hin. Am Bodenreaktor. Casing. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr brauchen. Ja, wie schon behauptet. Und da und da eine Fackel hin. Machen wir hier vorne den Reaktor Controller hin, wenn wir es da richtig drauf machen. Hatten noch Control Watts, bla bla bla. Reaktor Access Port. Oh, können wir schon was reintun. Und wir brauchen dann da oben den Control Watt und die Yellowium Fuel Watts. Und jetzt müssen wir den Rest einfach nur noch größtenteils mit den Casings ausfüllen. Dann können wir einfach schon mal, weil wir noch was Eisen brauchen werden, das daneben tun. Nebenbei mal schlafen gehen. Ja, ich bin immer noch in der einen Aufnahme, wie ihr seht. Dann einmal so, so. Und wir sind out of graph fit. Das wird auf jeden Fall nicht reichen, dann müssen wir gleich mal was weitermachen. Ja, das hat sich noch nicht verbunden, das hat so seine Richtigkeit. Das heißt, die. Ja, du brauchst Wasser und Kohle. Ja, dann geben wir dir nochmal 8. Und wenn das dann durch ist, gönne ich mir die Kohle, die oder die Graphitbars. Was sagen denn unsere Bienchen? Die Bienchen und die Blümchen. Leck mich an. Was? Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Ich sag bloß, wir brauchen wirklich diese. Die Rosen. Darf jetzt echt nicht wahr sein. Gut, dann gehen wir mal kurz ins Dorf. Da waren ja die richtigen Blumen. Du, 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 du. Ich hab so keinen Bock auf diese ganze Bienenkacke. Denn ich will das Ei oder was? Ne, nicht wilder Flotter-Eier, aber ich finde ihn wieder von Rotz. Da, 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 da. Hallo Creeper,
Ich hab keinen Bock auf dich, obwohl du. Ja, und jetzt rächt es sich dafür, dass ich kein Schwert gemacht habe. Das Gunpowder könnten wir gebrauchen. Und er lässt natürlich kein Gunpowder fallen. Warum sollte das auch so sein? Warum sollte ich denn hoffen, dass ich wenigstens ein wenig Gunpowder bekomme? Diese Bienen wollen mich einfach nur verarschen, aber nicht mit mir hier. Ach, die Blümchen pflanze ich dann. Oh ja, da hat so. Jeder mag die Blümchen. Ich krieg ne Copyright-Verletzung. So, dann machen wir noch ein paar Casings. Ist nicht schlimm, wenn da bestimmt noch ein paar überbleiben. Ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwann einen größeren bauen. 20 Stück. Das wird wieder nicht reichen. Ich schätze mal 3, 5, 7, 9, 12, 18 Stück noch, okay. Dann polen wir mal ein Eisen zusammen, was geht. Weil den Reaktor würde ich gerne heute noch fertig bekommen. So, ich habe jetzt mal eine Frage. Da würde ich mir auch gerne mal hoffen, dass ihr die beantwortet. Und zwar, wollt ihr Musik haben? Bei mir persönlich ging die eine Musik ja tierisch auf die Eier. Nach einer Zeit. Kann auch vielleicht daran liegen, dass ihr das nur einmal am Tag hören musstet für ein paar Stunden. Und ich dauerhaft. Aber naja. So, mal schauen, hat sich das hier hinten verbunden. Ja, hätte ich auch nicht irgendwie von hier schon nachschauen können. Gut, das hat sich verbunden. Nein, nein. Kommando zurück. Sehr schön, der hat sich soweit verbunden. Den könnten wir jetzt starten. Dann kommt. Ne, die Fackeln kann ich noch behalten. Graffit kommt raus. Der wird abgebaut, der wird nicht mehr gebraucht. Ja, das mache ich jetzt gleich zu. Und ich würde sagen, pumpen wir ihn voll mit Uran. Und activate! 112 für 11 die Sekunde. Hör den Tick. Ja, steigt jetzt noch ein bisschen, der fällt jetzt gerade erst hoch. Aber, damit wir das Ganze auch ordentlich auffangen, machen wir jetzt ja mal eine Leads. Ja, eine Lizotne. Ja, eine Lizotne. Ich habe es heute wieder richtig. Eine Leadstone Energy Cell. Die machen wir jetzt noch gerade schnell fertig. Dauert ja nicht lange. Das ist Glas. Ein Block of Redstone. Block of Redstone. Glas. 3 Kupfer brauchen wir. 4 Lead und 1 Gold. Okay. Kopper haben wir sogar. Ein Gold war das. Und Lead. Okay. Kommen wir hin. Alles kein Ding. Das kann man ganz schnell raus. Lead ist gerade noch wichtiger. So, das haben wir jetzt auch so gut wie fertig.
Sehr schön. Alter, jetzt habe ich so einen fetten Ohrwurm davon. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe das Gold vergessen. Gold da schnell rein. Und jetzt wieder zurück mit die Eisen. Danke. Oder ich aber sehr nett. Energy Cell Frame. Ich scheiß ins Müsli. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kriege gleich einen Kotzanfall. Oder ich kollabiere noch. Kollabiere. Ich will hoffen, dass das die richtige Mischung war. Gott sei Dank, wenigstens eins mache ich heute mal richtig. Kennt ihr eigentlich Unfair Mario? Das ist einfach so. So ein Krampf. Aber auch so lustig. Wir haben es jetzt jeden Moment fertig. Und sogar noch etwas über Energiezelle. Lädt sich auf. Wie sieht das mit dem Strom hier oder Fuel aus? Relativ gut. 118 RF. Ich würde sagen, das ist doch sehr schön. Ja, die lädt sich jetzt auch hier schon auf. Ja, komm, der kann durchlaufen. Ich lasse dann jetzt hier nochmal die ganzen Erze messen. Ich sage immer, müssen wir. Ich lasse sie nochmal ganz pulverisieren. Entschuldigung, ich bin gerne, bin noch ein bisschen müde, bin vor einer Stunde erst, naja, für 2 Stunden erst aufgestanden. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ich Anmerkungen, Kritik, alles unten in die Kommentare rein. Schön kommentieren, so will ich das haben. So, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Minecraft, Tech World 2. Bis dahin, tschö.